würden Sie als nächstes jetzt formulieren? Versuchen Sie es mal in Worte zu fassen. Ich verstehe nicht ganz, worauf Sie hinaus wollen. Können Sie versuchen, das... Ich habe noch keinen gesagt, aber ich... Okay. Tipp, schauen Sie sich mal das KGV von A und B an. Was gilt denn dafür? Ja. Genau, das kleinste Element in VA gestimmt in VB, also das kleinste gemeinsame Vielfache eben, kann uns das helfen, von da dahin zu kommen, dass x ein Vielfaches von A ist und x ein Vielfaches von B? Ja? Man kann ja sagen, dass A das KGV-Teil und B teilt das KGV. Genau. Man weiß doch auch Folgendes und das KGV wird von A geteilt. Ne? Das heißt, KGV von A und B ist gleich, ich nenne es mal QA mal A und KGV von A und B ist gleich QB mal B. Das kleinste gemeinsame Vielfache von A und B ist ein Vielfaches von A und ein Vielfaches von B. Und jetzt kann man diese beiden Zeilen jeweils da einsetzen. Ne? Das heißt, dann kommt raus, x ist gleich q mal qa mal kg mal, Entschuldigung, mal a. Das kleinste gemeinsame Vielfache von a und b ist ein Vielfaches von a. Also kann ich doch das so einsetzen. Und x ist gleich q mal, und das KGV von a und b ist aber auch ein Vielfaches von b. Und jetzt haben Sie genau diese Struktur gefunden. Q mal QA ist Q1 und Q mal QB ist Q2. Sie könnten auch hier schon aufhören und sagen, ah, schau mal, x ist ein Vielfaches von A und x ist ein Vielfaches von B. Also nochmal, die Struktur des Beweises ist die folgende. Wir gehen erstmal die Rückrichtung. Sagen, x ist ein Vielfaches des kleinsten gemeinsamen Vielfachen von a und b, das kann man so hinschreiben, x ist ein Vielfaches des kleinsten gemeinsamen Vielfachen und das kleinste gemeinsame Vielfach ist ja jeweils ein Vielfaches von a und b. Also ist auch x ein Vielfaches von a und b und steckt in der Menge der gemeinsamen Vielfachen. Jetzt machen wir die Vorwärtsrichtung. Sei x oder ja? Genau, das ist gleich. Ich habe immer diese Gleichung hier genommen und habe einmal das ersetzt dadurch und dann das ersetzt dadurch. Dann entstehen zwei Gleichungen. Ne? Aber beides mal steht hier das Q. Also das Q ist gleich. Ja, genau. Ich habe einfach in der Gleichung das hier ersetzt, einmal durch das eine und einmal durch das andere. So. Jetzt die Vorwärtsrichtung, sei x Element der gemeinsamen vielfachen Menge von a und b, zeige x Element der vielfachen Menge des kleinsten gemeinsamen vielfachen von a und b. So. Sei x Element der gemeinsamen vielfachen Menge. Das heißt, x ist gleich ein Vielfaches von a, ne? Q1 mal a und x ist gleich Q2 mal b. So. Wir müssen zeigen,
dass x irgendein q mal den kleinsten gemeinsamen Vielfachen von a und b ist. Auf den Beweis kommt man jetzt nicht so einfach alleine, deswegen führe ich einfach mal durch und Sie versuchen mal zu folgen und wir können anschließend mit Fragen beantworten. Wenn ich mein x nehme aus dieser gemeinsamen Vielfachen Menge, irgendein x aus der gemeinsamen Vielfachen Menge raus, ja, dann weiß ich mit dem Satz von der Division mit Rest, dass es ein Q, ich nenne es jetzt hier mal P, ja, obwohl P ist Beams, das ist auch schlecht, ich nenne es Y, dass es Y und R derart gibt, dass dieses XY mal den kleinsten gemeinsamen Vielfachen von A und B ist, plus ein Rest. Also egal, welche Zahl ich nehme, völlig wurscht. Satz von Division mit Rest sagt mir, ich kann die Division mit Rest anwenden, derart, dass das ein Y mal mein irgendeine andere Zahl ist, mein KGV AB, plus ein Rest. Wobei der Rest in diesem Bereich liegen muss. Ne? Ich teile durch KGV AB mit Rest, dann kommt Y raus und es bleibt ein Rest übrig, der ja kleiner sein muss als das KGV AB. Dadurch habe ich ja dividiert.